Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Kleinen, wenn wir alle unsere Steuererklärung nicht machen oder Steuer hinterziehen, heißt das gemeinhin Trickserei oder Beschiss. Bei den Großen heißt das dann elegant Steuerumgehung. Das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz, was wir heute beraten, ist absolut notwendig. Sogenannte Briefkastenfirmen, Briefkastengesellschaft, die wirken jetzt erstmal im Namen her romantisch, aber sie haben vor allen Dingen eine Funktion, Zahlungsströme und wirtschaftliche Aktivitäten zu verschleiern und damit vor allen Dingen auch die Steuer zu umgehen. Und das wurde der Allgemeinheit im Frühjahr 2016 erst so bewusst, als die sogenannten Panama Papers, und ich will einfach nochmal die Dimension aufzeigen, das sind 11,5 Millionen Dokumente, 2,6 Terabyte, veröffentlicht wurden, wo eben halt genau Zahlungsströme und entsprechende wirtschaftliche Aktivitäten fast ungehindert verschleiert werden konnten. Und dass sich da schnellstens was ändern musste, das sollte eigentlich klar sein. Und ich finde es trotzdem bedauerlich, dass die Bundesregierung fast ein Jahr verstreichen ließ, bis wir hier erstmalig im Bundestag aktiv werden. Und das muss man an dieser Stelle auch betonen, nur weil der öffentliche Druck so enorm zunahm und so stark wurde. Und wenn man nun vorhat, zukünftig dunkle Geschäfte ans Licht zu bringen, da gibt es doch eigentlich nur ein einziges Zauberwort, das heißt Transparenz. Und ich verstehe nicht, warum in Ihrem Gesetzesentwurf nichts über die Einführung eines Transparenzregisters zu lesen ist, über wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen bzw. Trusts. Denn wir haben ja gelernt, illegale Finanzflüsse gehen ja gerade, da gehen gerade in den Entwicklungsländern jährlich hohe dreistellige Milliardenbeiträge in Euro verloren. Und hier könnte Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir selber als erstes mal so ein Transparenzregister einführen. Denn das Problem ist ja, dass die Strippenzieher und die Profiteure von diesen Schattengeschäften ja vor allen Dingen im Geheimen weiterhin bleiben und sich dann vor allen Dingen dieser strafrechtlichen Verfolgung entziehen können. Und das genau wollen wir nicht. Hier ist unserer Meinung nach notwendig, dass man Transparenzregister einführt. Und was ich mich ebenfalls frage, ist, warum in Ihrem Gesetzesentwurf keine generelle gesetzliche Anzeigepflicht für sämtliche Steuergestaltung zu entnehmen ist, zu finden ist. Wenn Ihnen Prävention tatsächlich so wichtig ist, warum nutzen Sie jetzt hier die Gelegenheit nicht und machen so eine Anzeigepflicht bindend mit in das Gesetz rein? Wir bewerten positiv, das möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht unterschlagen, dass es die Aufhebung gibt des steuerlichen Bankgeheimnisses, auch die Verlängerung der Zahlungsverjährungsfrist. Das ist durchaus positiv, dass hier tatsächlich der Stein gelegt wird. Und auch der Bußgeldrahmen für Steuerpflichtige, dass dieser angehoben wird, ist grundsätzlich richtig. Aber mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren, 25.000 Euro. Finanzinstitute meinetwegen 50.000 Euro. Meinen Sie wirklich, dass das Summen sind, also die sozusagen Milliardäre beziehungsweise also hyperreiche Finanzfirmen erzittern lassen, die Milliardenbeträge verschleiern beziehungsweise verschwinden lassen wollen. Und das Ding ist, sie bescheißen uns, sie bescheißen die gesamte Gemeinschaft um den Anteil der Finanzierung am öffentlichen Gut, von dem sie auch profitieren. Das ist doch der Skandal bei der Geschichte. Sie kommen davon weg und der kleine Mann muss ganz normal seine Steuer bezahlen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Beteiligung an der Gemeinschaft drückt sich in den Steuern aus. Und wer hier betrügen kann bzw. bescheißen kann, dann müssen wir als Linke einfach sagen, das muss, wenn Sie präventive Maßnahmen ergreifen wollen, dann müssen Sie hier die Bußgelder in ganz anderen Größenordnungen ansetzen. Und besonders ärgert mich auch an der Stelle, dass die Informationspflicht oder den großen Teil der Informationspflicht, wie Sie es gerade dargestellt haben, Herr Meister, nur in Bezug auf Staaten gelten, die Mitglied der EU, die nicht Mitglied der EU bzw. der EFTA sind, also der europäischen Freihandelszone, also sogenannte Drittstaaten. So, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg bleiben für die deutsche Finanzverwaltung weiterhin im Dunkeln. Und die sind aber bislang doch auf jeden Fall Staaten, die in keiner Aufzählung von den Schattenfinanzplätzen fehlen. Und deswegen lehnen wir als Linke es ab, dass auf diese Art und Weise europäische Steueroasen quasi aus dem Schneider raus sind und darüber hinaus noch ein Wettbewerbsvorteil ermöglicht wird. Und jetzt will sich der Bundesfinanzminister mit diesem Gesetz als großer Aufklärer und Kämpfer gegen Steuerumgehung hier gerieren. Und da muss man an dieser Stelle auch mal zur Ehrlichkeit dazu sagen, gerade unter seiner Ägide ist mit sogenannten Cum-Cum-Geschäften sind richtig viele Milliarden Euro, 5 bis 6 Milliarden Euro pro Jahr verloren
gegangen. Jetzt wollen Sie mit dem Investmentsteuerreformgesetz dem Ganzen Einhalt gebieten. Das wird sich aber erst auch noch bewähren müssen. Ich möchte sagen, meine Damen und Herren, bevor auf andere Länder gezeigt wird, sollten wir vor unsere eigenen Haustür kehren. Die Wirtschaftswoche tituliert, dass Deutschland die dreisteste Steueroase ist. Und von der international eingeforderten Steuertransparenz sind wir an sehr einigen Stellen selber meilenweit entfernt. Hier müssen wir noch den ganzen Weg der Strecke gehen und nicht die ersten zwei Teilschritte, bis dann wirklich Steuergerechtigkeit hergestellt wird und die Steueroasen ausgetrocknet sind. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Lothar Bindig für die SPD-Fraktion.